Moin und herzlich willkommen zu Watch & Work. Watch & Work, das sind die Service-Videos von ContiTech für Kfz-Monteure. Mein Name ist Stefan Meyer und ich zeige euch in jeder Folge einen anderen Fahrzeugmotor. Und um welchen es heute geht, das zeige ich euch jetzt. Die Videos sind für Profis, nicht für Hobbyschrauber. Alles klar, dann los. Moin, heute habe ich euch einen 1,8 Liter 55 kW Dieselmotor aus einem Ford Focus mitgebracht. Wir haben hier die Motorkennung BHDA aus dem Baujahr 1999. Für diesen Motor benötigt ihr unser Zahnriemen-Kit CT983K1 und zusätzlich unsere Toolbox V04. Wir haben für diesen Motor eine Einbauanleitung und eine technische Information. Bevor ihr den Motor auf OT erste Zylinder einstellen könnt, müsst ihr zwei Bauteile ausbauen. Zum einen haben wir den Ventildeckel und zum anderen muss der Anlasser ausgebaut werden. Ihr habt drei Werkzeuge zur Einstellung OT. Zum einen statt Anlasser wird dieses Werkzeug verbaut. Zum anderen haben wir unter der Kraftstoffpumpe eine Schraube, die wird ausgedreht. Dort schrauben wir diese Schraube ein. Und als letztes haben wir unser Lineal, welches in die Nockenwelle eingelegt wird. Als erstes müsst ihr den Motor auf 5 Grad vor OT stellen. Dann hier unten die Schraube entfernen und das Werkzeug einsetzen. Im Anschluss wird der Motor gegen das Werkzeug auf OT gedreht. Im Anschluss setzt ihr das Lineal in die Nockenwelle ein. Jetzt müsst ihr die Spannrolle lösen und den Zahnriemen abnehmen. Als nächstes müsst ihr das Nockenwellenrad vom Konus abziehen. Dazu verwendet ihr unseren Abzieher aus unserer Toolbox. Ihr entfernt als erstes unter Verwendung des Gegenhalters die Schraube aus dem Nockenwellenrad. Dann wird unser Abzieher angesetzt. Der Abzieher wird mit einem Schraubenschlüssel gegengehalten und das Nockenwellenrad vom Konus abgezogen. Im Anschluss müsst ihr die Schraube des Nockenwellenrads wieder ansetzen, sodass das Nockenwellenrad frei auf dem Konus drehbar ist. Jetzt ersetzt ihr die Spannrolle und verbaut den neuen Zahnriemen. Inzwischen habe ich die neuen Komponenten verbaut. Eine Auflegereihenfolge spielt hier keine große Rolle. Ich persönlich starte immer an der Nockenwelle, gehe dann über die Einspritzpumpe und über die Spannrolle. Als nächstes müsst ihr den Zahnriemen über die Spannrolle spannen. Ihr müsst jetzt die Spannrolle gegen den Uhrzeigersinn spannen, bis unsere Einstellnase auf ca. 3 Uhr Position zwischen diesem Fenster dort steht. Jetzt zieht ihr die Schraube für das Nockenwellenrad wieder fest. Dazu verwendet ihr den Gegenhalter. Im Anschluss entfernt ihr die drei Arretierungswerkzeuge und dreht den Motor 6-mal von Hand durch. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Jetzt müsst ihr den Motor nur noch komplettieren. Achtet dabei bitte auf die Herstellervorgaben, speziell auf die Drehmomente. Denkt dran, nach fest kommt ab. Bevor ihr das Fahrzeug wieder auf die Straße lassen könnt, denkt bitte an unser Qualitätssiegel. Verklebt unseren Wechselaufkleber gut sichtbar im Motorraum, damit der Kunde auch sieht, dass wir Qualität verbaut haben.